Berlins Torhüter auch in diesem Jahr wieder mit fantastischen Rettungstaten. Unsere Top 5 Paraden 2017 starten mit Levin Babanets von Victoria Berlin. Der Youngster pariert hier sensationell. Victorias Zukunft also in sicheren Händen. Auf der 4 der erst 18-jährige Alexander Sand. Sein Verteidiger verschlammt den Ball. Doch der Neuzugang, der aus der Empor-Jugend kam, überzeugt bei seinem Debüt im Berliner Pokal mit einer bemerkenswerten Tat. Ganz, ganz stark. Angekommen in der Top 3, Sebastian Paul mit einem Sensationsreflex für den Nordberliner SC. Geholfen hat es dennoch nicht. Sein Team verliert mit 1:2 bei den Füchsen aus Reinickendorf. Unsere zweitbeste Parade, Kevin Hoge von der SG Blankenburg, entschärft den Freistoß und fischt die Kugel vor dem Stürmer weg. Ganz stark reagiert vom 25-Jährigen, gerne mehr davon. Auf Platz 1 ein Keeper mit Profierfahrung, der ehemalige Zweitligaspieler Stefan Flauder hält hier nicht nur ein, nicht zwei, sondern gleich dreimal stark für seine Tennis Borussia. Sensationell gehalten vom 1,97-Hühn, der an diesem Tag nicht zu überwinden war. Unsere Parade des Jahres.